Seit einem Jahrzehnt organisiert die ungarische Selbstverwaltung von Mohács regelmäßig das Festival der emsigen Hände. Während der Pandemie fielen zwei Veranstaltungen aus, aber seither werden jedes Jahr Kinder in das renovierte deutsche Haus eingeladen. Ja, vor 10 Jahren haben wir die Idee, also dass wir einen Nachmittag für die Kinder veranstalten, wo sie schwäbische Sitten und Bräuche und verschiedene Möglichkeiten haben, die Kultur der Ungardeutschen kennenzulernen. Und deshalb haben wir einen Nachmittag mit dem Titel Emsige Hände veranstaltet. Und es ist ein sehr berühmter Nachmittag. Es nehmen mehr als 200, 300 Kinder teil. Und die Schulen, also jede Schule bekommt einen Tisch, wo sie verschiedene Möglichkeiten haben, also zu basteln oder zu nähen oder sie verschiedene Tätigkeiten den Kindern beibringen können. Wir erwarten nicht nur die Kleinkinder, also Kinder aus dem Kindergarten, Kinder auch aus der Grundschule und auch aus dem Gymnasium oder auch aus der Fachschule. Einige sind schon Mithelfer bei uns hier und deshalb meine ich, dass es ein sehr beliebtes Programm ist in der Stadt. 2 Jahre haben wir Pause und wir haben auch die Möglichkeit, in den 2 Jahren konnten wir das Haus der Nationalitäten hier ganz renovieren und deshalb war die Interesse nach der Pandemie sehr groß, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen. Und unsere Programme waren nachher auch sehr beliebt und wir haben auch sehr viele Teilnehmer an unseren Programmen. Ein wichtiges Ziel der Selbstverwaltung ist es, junge Menschen in den Erhalt der ungarndeutschen Kultur einzubinden. Viele junge Menschen helfen bei der Organisation, ihre Veranstaltungen und helfen sogar für Gäste. Ja, ich meine, wir haben sehr viele Mithelfer und das ist davon auch abhängig, dass die Mitglieder der deutschen Selbstverwaltung auch jüngere Personen sind. Und damit können wir auch, damit können sie auch die jüngere Generation in das Haus hereinlocken. Und sie nehmen ganz aktiv an unseren Programmen teil und sehr viele Mithelfer haben wir an unseren Programmen. Und ich meine, das ist ein guter Weg dazu, dass die Jüngeren auch die deutsche Bräuche und Sitte erkennen können. Nicht nur für Kleinen, sondern für alle Altersgruppen organisiert Mohács Nationalitätenprogramme, die sie begeistern werden. Die ungarische Selbstverwaltung arbeitet außerdem das ganze Jahr über gerne mit anderen lokalen Organisationen zusammen. Wir haben jedes Jahr mehrere Programme. Wir beginnen mit dem Schwabenball im Januar. Dann haben wir einen schwäbisch-kroatischen Ball. Dann haben wir das Donauländische Fischfestival. Jedes Jahr zum 3. Mal haben wir einen Nationalitätenmarkt. Wir haben auch ein Akkordeonlager. Und Emsige Hände ist auch sehr berühmt. Martinstag feiern wir gemeinsam mit den Grundschulen. Wir haben gemeinsame Programme mit jeder Grundschule und auch mit den Zivilvereinen. Es gibt auch 2 Zivilvereine. Sie haben auch verschiedene Programme und an diesen Programmen nehmen auch alle Grundschulen teil. Es ist wichtig, Orte und Veranstaltungen zu schaffen, an denen Kinder mit Gleichaltrigen spielen und sich treffen können. Außerdem ist es für sie viel einfacher, durch spielerische Aktivitäten über ungarische Traditionen zu lernen. Ich meine, diese Kinder, sie haben sehr wenige Erlebnisse von der ungarndeutschen Kultur, nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern, manchmal auch die Großeltern. Und ich meine, wenn man es ihnen nur unterrichten will, dann ist es nicht so günstig. Es ist viel besser, wenn sie die Möglichkeit haben, also alles zu besichtigen, in die Hand zu nehmen und basteln und an verschiedenen Tätigkeiten selbst teilnehmen. Auch das diesjährige Festival in Mohács fand großen Anklang.